Tja, mit diesen Nachrichten startet man doch gerne in den Tag, oder? 246 Wahlmänner hat sich Donald Trump Stand 36 schon gesichert. Bis zu 270 sind es nicht mehr viel. Also ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, Donald Trump wird nächster Präsident. Und da juckt mich heute Morgen der Nebel nicht am Bodensee. Da ist man einfach gut drauf. Auch wenn man vermeintlich nichts selber gewonnen hat, hat man schon das Gefühl, die richtige Seite hat gewonnen. Meine persönliche Wahrnehmung, meine persönliche Meinung, schreibt mir hier in die Kommentare, wie ihr das seht. Daumen drücken, dass es jetzt offiziell noch schafft, aber ich glaube, da wird nichts mehr schief gehen. Und wenn man die Gegenseite betrachtet, die gehen schon von den Wahlpartys nach Hause. Macht mich glücklich, weiß nicht, wie es euch geht. Man hat das Gefühl, die Meinungsfreiheit hat gewonnen. Eine normalere Welt kommt wieder ohne diesen woken Irrsinn. Man kann nur hoffen, dass er jetzt auch durchzieht und einfach mal wieder Normalität herrschen wird. Und vor allem, weil wir in Deutschland leben, er ist ja für Amerika Präsident, dass wir es ihm nachmachen. Dass wir einfach auch mal in Deutschland wieder jemand an der Macht haben, der sich für deutsche Interessen einsetzt. Ist das so schwer nachzuvollziehen oder so schwer umzusetzen? Einfach mal dieses dumme Medienpropaganda-Framing außen vor lassen in der Art, du wählst zwar eine Partei, die für Deutschland ist, aber dann bist du gleich in der rechten Ecke. Hört auf damit. Lasst es uns nachmachen. Diesen Appell haue ich raus am Morgen und wie gesagt, ich bin glücklich. Wie sieht's bei euch aus? Kommt hier vorbei für weitere alternative News. Ich halte euch auf dem Laufenden, ja? Und ich laufe es schön noch mit meinem Hund und ich bin happy. Haut rein!